Jährlich werden bei Bellorta rund 490.000 Tonnen Obst und Gemüse verkauft. Die Auktionen finden mit Hilfe von sogenannten Uhren statt. Diese zeigen den Warennamen, die Güteklasse und den Preis. Bei einer Auktion steht die Uhr zu Beginn bei einem bestimmten Preis. Das ist der Preis gemäß Marktlage. Der Zeiger fängt an, sich gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, bis Käufer hier bei einem bestimmten Preis draufdrücken. Und dann treten sie mit den Verkäufern in Verbindung und können entscheiden, welche Mengen sie zu dem Preis, bei dem sie gedrückt haben, abnehmen wollen. Diese Vorgehensweise trägt zur Abfallvermeidung bei. Wir verkaufen alles an einem Tag. Nach der Auktion bleibt hier keine Ware übrig. Morgen beginnt es dann wieder mit frischer Ware. Die wird an diesem Nachmittag von den Erzeugern angeliefert. Was dennoch mal übrig bleibt, wird Tafeln oder anderen Wohltätigkeitseinrichtungen gespendet.